Zoff im Krokodilbecken bei Hagenbeck. Ein Männchen und zwei Weibchen, das führte in der Vergangenheit häufig zu Konflikten. Es musste eine Lösung gefunden werden. Das hat also ein Problem ergeben, wo wir mit anderen Krokodilexperten besprochen haben, wir können das nur lösen, indem wir mehr Weibchen dazugeben. Denn wenn die einen größeren Sozialverband haben, dann behaken die sich auch nicht so um den einen Mann, den es gibt. Der eine Mann heißt Raya. Seine drei neuen Mitbewohnerinnen sind Mia, Sonja und Linjanti. Sie sind 29 Jahre alt, rund 150 Kilogramm schwer und über 3 Meter lang. Hätte ich jetzt irgendwelche Babys genommen oder 90 Zentimeter Tiere, wären sie A, überhaupt gar nicht als Weibchen, als relevante Weibchen wahrgenommen. Und B, hätten die gesagt, was bist du denn? Bist du so ein Happen? Und dann wären die vielleicht aufgefressen worden. Das wollte ich auch nicht. 2/3 des Körpers liegen meist unter Wasser. Nur die Augen und die Nasenlöcher lauern an der Oberfläche. Die perfekte Haltung, um jederzeit zuschlagen zu können. Die Nilkrokodile sind die gefährlichsten Krokodile der Welt. Bedrohlich und faszinierend zugleich und bei Hagenbeck gut trainiert. Das ist wichtig für den Alltag im Krokodilbecken. Wir müssen in den großen See hier Taucher reinschicken, wir müssen die Unterwasserscheibe putzen, wir müssen Blätter oder Dinge rausholen, die Besucher hier rein haben fallen lassen. Und dafür müssen die Krokodile raus. Und damit sie das tun, ist es wichtig, dass sie irgendwie ein bisschen mit uns zusammenarbeiten. Die drei Alten hören auf 8 verschiedene Kommandos. Einmal umdrehen und Raya stopp. Gut, super Raya. Doch die Neuen sind noch völlig untrainiert. Tatsächlich ist das Lernvermögen von Krokodilen aber sehr, sehr gut ausgebildet. Das heißt also, die sind durchaus in der Lage, sich verschiedene Kommandos, auch gewisse Abläufe, sich auch Personen oder sogar Stimmen zu merken. Es herrscht wieder Ruhe im Krokodilbecken. Alle verstehen sich prächtig und auch die kleinen Fische haben nichts zu befürchten, denn die Krokodile werden immer gut gefüttert.